Herzlich willkommen bei Feuer Willi, das bin ich. Wir werden heute noch mal so ein paar Quick-Tipps machen zum Thema Schläuche, Schlauchpakete. Ihr habt damit gearbeitet, das finde ich übrigens super. Auch schönen Dank für die ganzen Feedbacks, ich habe E-Mails gekriegt und so weiter. Bibabo. Wie gesagt, dafür erstmal schönen Dank. Ich werde jetzt noch mal auf ein paar Sachen angehen, ein paar Kleinigkeiten zur Optimierung, wie ihr es vielleicht bei euch machen könnt, okay? Unter anderem werden wir auch gleich noch mal gucken, gibt es verschiedene Schläuche, ne? Den Standard und das Superteil. Und das ist ein ganz besonderes Modell. Okay, steigen wir gleich ein. Los geht's. Ja, wir hatten letztes Mal schon gesehen, als ich Schlauchpaket gebaut hatte mit diesem Schlauch hier, ganz normalen Eschbach Standard, 30 Meter, dass auch zum Teil, manche sind so von dem Stoff so ein bisschen, ja, breitiger, so ein bisschen, ja, luftgefüllter, will ich mal sagen, ne? So, und das ist beim Schlauchpaketbinden, wenn man dann hier die Luft drin hat. Machen wir kurz ein bisschen Luft rein. Nein, okay. Aber wenn ich dann ein Schlauchpaket binde und ich habe nachher so eine Luftdinger zwischen, so Luftpolster, dann ist es halt blöd und das Schlauchpaket ist nicht richtig straff. Ich zeige jetzt mal einen Trick, wie man das richtig straff hinbekommt, okay? Das Besondere ist, ich habe hier zwei Blindkupplungen. Die ganz Raffinierten von euch wissen schon, was ich vorhab. Ich mache die erstmal auf eine Seite rauf. Und wickel den Schlauch erstmal ganz normal auf. Und ein bisschen mit Speed. Los geht's. Die nehme ich schon mal raus. Wie ich besser den Fuß hier raufpacken kann. Okay. Und ich wickel erstmal ganz normal auf. Nebenbei sieht man schön, wie die Drehungen hier rausgehen, ne? So. Guckt mal, jetzt hat sie das ein bisschen. Es liegt ja jetzt schon platter, ne? Wenn ich die Kupplung unten drin lasse, einmal ein bisschen weiter drehe, seht ihr, wie sich das schön spannt. Ne? Also sieht man hier schon, dass hier eigentlich wenig Luft nur drin ist, ne? So, jetzt. Mache ich entweder noch eine Kupplung drauf, natürlich eine, die dicht ist, oder ein Hohlstrahlrohr, könnt ihr euch aussuchen. Ich entscheide mich jetzt mal für die Blindkupplung. Das Gute ist jetzt mit den Blindkupplungen einmal da und hier drauf, dass jetzt natürlich keine Luft mehr reinkommt. Das heißt, ich kann den Schlauch jetzt machen, was ich will, und es wird keine Luft mehr reinkommen. So. Ne? Ihr seht, fast luftfrei. So. Und jetzt mache ich ganz normal mein Schlauchpaket. Kann den sogar auch wieder dazu ausholen, wenn ich möchte. Oder ihn einfach in diese andere, das machen wir mal, in die andere Wickelhilfe tun, die ich noch zur Verfügung habe. Moment. So. Ihr braucht es nicht zwangsläufig jetzt irgendwie beides. Es geht mir nur darum, ich will ihn jetzt ungern wieder auswickeln. Ich packe den einfach in diese Schlauchwickel- oder Packhilfe mit rein. Egal, Hauptsache es dreht nicht im Dreck. So. Gut. Also was ihr letztendlich nehmt, um eure... Man hätte das jetzt auch das Ganze mit dieser Packhilfe machen können, das Aufwickeln, was ich jetzt hier gemacht habe. Also ich kenne jetzt nur die beiden Systeme jetzt von Dönges und von Rescue Tech. Gibt es wahrscheinlich noch viele andere, die sind alle nicht schlecht. Ich nehme mal immer nur das Beste. Nein, okay, also es liegt jetzt jedenfalls sauber und ich würde es jetzt einspannen. Und mache ich das Schlauchpaket. Und das mache ich jetzt erstmal kurz fertig. Das ist das Besondere hier an dieser Wickelhilfe. So. So, ich wickel das jetzt auf wie sonst auch immer. Und ihr seht, dass es ein gutes Zusammenspiel ist. Also damit könnte man eine große Serie Schlauchpakete machen. Ne, und ihr seht schon, da ist jetzt fertig.
Und man sieht jetzt auch schon, wie schön platt die Schläuche sind. Ne? Das heißt, so kann ich jetzt auch arbeiten. Flupp. Flupp. Also, um euch jetzt freie Hand zu lassen, ob ihr hier noch ein Hohlstrahlrohr macht oder nicht. Manche haben das Hohlstrahlrohr dann lieber gerne oben. Ne? Also man könnte jetzt ja auch hier noch so umschlagen. Ne? Das ist auch ein Tipp. Man muss immer nicht alles so kompliziert machen. Ne? Hier, und man kann natürlich jetzt auch das Staubpaket noch ein bisschen drehen da hoch. Ja, kann man alles machen. Ne? Kann man machen, genau. Danke Marvin, muss man aber nicht. Es gibt da keinen Muss. Ihr macht das so, wie ihr das wollt. Ihr müsst auch nicht so machen, wie es der Willi macht. So. So, stellt euch jetzt vor, wir haben hier ein Hohlstrahlrohr drin. Das könnte man ganz normal verwickeln. Verwickeln. So, und jetzt würde ich das ganz normal festmachen. Einmal das Patent, dass ihr das nochmal in Erinnerung habt, was es da gibt. Das ist dieses Tragesystem, Schlauchpaket, Tragegurt, was nicht automatisch aufspringt. Also ich versuche das extra alles so ein bisschen ergonomischer zu machen, also möglichst wenig zu bücken. Ja genau, einmal das, bin ich auch nicht mehr der Jüngste. Übrigens ist gerade eine Stelle frei geworden in der Willi-Crew. Aufpassen, dass ihr nicht hier diese Schlauchpaketwickler mit einwickelt, das ist mir nämlich auch schon mal passiert. Ja, ist auch egal. So, das legen wir nochmal auf den Boden. So, das kann ich natürlich abmachen. Ziehen. Alles gut. So. Ne? Erinnert euch. Natürlich kann die Kupplung jetzt ja auch ab. So. Wie gesagt, ne? Weil, denkt dran, dieses Schlauchpaket, da gab es auch die Diskussion über die Pullen, über die Dosen hängen hinten, ist nicht richtig zulässig. Ne? Das Geschirr ist nicht dafür ausgelegt. Das sind ein paar Kilo. Ja, müsst ihr selber wissen, ob ihr das verantworten wollt. Gut, das war der eine Schlauch. Jetzt kommen wir mal zum anderen Schlauch. Das war nämlich, glaube ich, der Buffalo. Genau, das ist der Buffalo-Schlauch, steht sogar drauf. Jetzt kommen wir gleich mal zum Rhino. Der ist nämlich besonders. Das schauen wir uns jetzt mal an, okay? Los geht's. So Leute, los geht's. Yeah. An der Stelle nochmal die ganze Crew. Marvin, Moritz, Sarah, Finn und ich, wir waren erstmal richtig schön feiern. Ne? Schöne Weihnachtsfeier gehabt. Schön das war. Yeah. So, der Rest der Crew ist natürlich auch cool. Dann machen wir nochmal ein großes Grill, große Grillparty. Könnt ihr schon mal drauf einstellen, Jungs. Alles klar.